Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Kelvin Incredible mit El Hikaru. Und zusammen gucken wir den kurdischen Sänger, und zwar geht es um Navid Zaghi mit dem Lied Shirina. Wir haben das letzte Mal zu ihm reagiert, als er mit James ein Lied hatte, Post. Und lange hat er dann nichts mehr rausgebracht. Bin sehr gespannt auf das Lied, mal gucken wie es ist. Sollen wir anfangen? Ja, fangen wir mal direkt an. Let's go. Okay. Ja. Also traditionell. Ja, ne? Ja. Ah, ja, direkt vor Hochzeit. Ah. I'm show I had dukmana sawa au bukajwana mi wanish la saraw tawana girma girma lam kurdo. Frag mich, wo das gedreht wurde. Also unser Video steht da Deutschland, aber du weißt es nicht. Alter, der geht ja richtig auf. Jo. Oh, mega schön. Alter, noch mit dem pinken Rolls Royce. Wo ist noch sehr hübsche Frauen da? Aber das ist auch mal neu, so eine Villa in einem Schloss zur Hochzeitfeier. Ist ja voll geil. Naja. Ah, da hat er doch traditionelle Kleidung. Ja, ne? Ja. Boah, wie lange es her ist, meine Hochzeit zu haben. So eine Stimmung. Boah, richtig lange her. Der High-Profi. Oh, der Sänger ist, oder ist der Freund jetzt hat von dem? Ah ja, doch, der Sänger auf der Hochzeit. Das ist schon ein guter Vibe. Ja. Auf jeden Fall nicht, wo man so tanzen möchte. Ja, stimmt. Partystimmung. Ja, genau. Alter, So nice Instrumente. Richtig gut. Na, da kann man jetzt richtig abgehen. Hey. Der hat direkt richtig aus Tanzmusik gemacht. Folklore. Der Kostas hat doch für Helly Luftbeat gemacht. Ja, kann sein. Cool, cool. Mhm.
Das war Shirina. Also ein Lied, wo man echt tanzen möchte. Richtig. Ja, stimmt. Nice, nice. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Lied, zu dem Video in die Kommentare. Falls ihr weitere Vorschläge habt zu anderen kurdischen Liedern, schreibt sie auch gerne runter. Und falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren für mehr Reactions zu kurdischer Musik. Und sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. Und bis zum nächsten Video. Cheerio.